Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Hier im Hintergrund brutzelt es schon ganz kräftig. Und ich habe heute Abend Gäste hier. Es ist die EV-Versammlung von unserem Förderverein, von der Pfadfinder. Und in der Versammlung soll es was zu essen geben. Und von daher brutzeln wir jetzt ein bisschen was. Da haben wir hier Hühnerteile. Die werden ganz einfaches Rezept mit Zwiebeln und Knoblauch. Die werden die jetzt der Tag über geschmort. Die sind nachher butterzart, die Zwiebeln und der Knoblauch vergehen. Und ja, lasst euch überraschen, wird euch sicherlich schmecken. Ich muss mal kurz umrühren. Ja, in dem Fall habe ich Hühnerschenkel genommen und habe die einmal im Gelenk geteilt. Dadurch haben wir jetzt relativ handliche Stückchen nachher. Die werden in reichlich Olivenöl ordentlich angebraten. Die Alternative wäre, sie anzugrillen auf dem Feuer. Auch das ist möglich. Und wenn sie dann außen schön kross sind, also da kann ruhig richtig Hitze an der Topf dran, wenn sie außen schön kross sind, wird abgelöscht und dann kommen ganz, ganz viele Zwiebeln und Knoblauch dazu. Dass wir nachher immer schön warmes Wasser haben zum Nachgießen, köchelt hier schon der gute Perkulator, aber nur zum Heißwasser machen. Viel Zwiebeln und vor allen Dingen viel Knoblauch muss hier rein. Könnte eigentlich fast noch mehr, aber das soll für heute mal reichen. Gewürze sind dran, Salz, Pfeffer und Paprika. Das muss eigentlich schon genügen, weil die Zwiebeln und der Knoblauch bringen genug Aroma hier rein. Nun, ihr hört, der Regen prasselt und ich habe mich entschieden, jetzt noch eine Ladung passierte Tomate reinzumachen, um ein bisschen Farbe zu haben, weil die Soße, die soll auch etwas dicker werden. Die kommt nämlich dann an der Couscous dran. Wenn man so am Lagerfeuer sitzt, sowas schmort, dann kann man sich ja schon Stunden hier aufhalten. Also ich glaube insgesamt war der Topf jetzt vom Anbraten weg bis zum Verzehr fertig 3 Stunden auf dem Feuer. Fleisch butterzart, hat sich gut von der Knoche gelöst und alles. Aber plötzlich sind die 3 Stunden rum und es geht Schlag auf Schlag und die Gäste sind da und es wird gegessen überhaupt. Und jetzt ist leider alles leer. Also tut mir leid, ich hätte euch gern noch ein bisschen gezeigt, wie es angerichtet auf dem Teller aussieht. Aber ja, dem war nicht so. Es war zu lecker, dass wir gleich alles weggegessen haben. Von daher, ihr habt gesehen, wie das Rezept funktioniert. Super easy, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Zwiebeln, viel Knoblauch und ein paar Gewürze. Das Ganze einfach ewig lang köcheln lassen. Ich habe in dem Fall, muss man nicht, aber habe einfach noch ein bisschen Tomate passierte dazu gemacht, um dem Ganzen noch eine Farbe zu geben. Also vom Braunen mehr ins Rötliche rein, weil das macht sich ganz gut in den Couscous, den es als Beilage dazu gab. Und von daher wünsche ich euch einen guten Appetit, guter Hunger, wenn ihr selber was am Lagerfeuer kocht. Bis dahin, tschüss, euer Ralf von Jodeland.